Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Mittwoch, ich spiele Mech Arena und ich werde Wettbewerb spielen. FFA ist in Gange, also dann legen wir mal los. Viel Spaß. Erste Runde geht los. Ich habe übrigens meinen Hangar neu sortiert, neu eingestellt. Ich habe jetzt den Tango mitgenommen. Hab mir gedacht, komm, ich spiel mal wieder ein bisschen anders. Aber was heißt, ich spiel mal wieder einen anderen. Hatte ja schon lang genug den Dingens drin gehabt. In Zypür ist für mich. Au, weia. Recht von hier, wie ich jetzt eingestellt habe. Okay. Kein Problem. Dann kann ich es sowieso nicht hier gebrauchen. Wenn er verschwindet. Kills erst. Ich glaube, ich bräuchte mindestens 6. Wo kommst du denn her? So. Das war knapp. So, jetzt kommt Tango dran. Och, nee. Trotzdem noch 2. Also gewonnen, schön, super, freut mich. Schau mal auf die Kampfbewertung. Keine Goldmedaille. Der war sogar besser als ich. Laut den Punkten her. Der 5. auch. Ein Kill weniger. Hab ich nochmal Glück gehabt. Gut, dann würde ich mal sagen, geht's los in der 2. Runde. Also schnallt euch an. Die 2. Runde geht los. Nase juckt. Ich hab hier vorhin schon einen Picke genau an der Nase. Ekelig. Es ist Blut.
Das kann er mal machen. Gehen wieder nach der Reihe. Ich möchte hier die Kleinen hier loswerden. Also ich möchte ja nicht die Kleinen loswerden, sondern ich möchte die Erfolge von den Kleinen gefährlichen. Gestorben, das kann doch nicht wahr sein. Super Kill. Die noch haben. 6 ist so. Okay. 6 ist immer so ein guter Schnitt. Das ist zwar auch nicht immer, das kommt auch auf die Spur drauf an. Aber meistens kommt man mit 6 Kills noch weiter. Ich kann auch einen Kill gemacht. Hat es noch gezählt? Meistens, nicht immer. Jetzt habe ich gerade 7 Kills gemacht. War auch wahrscheinlich nötig gewesen. Gerade mal gespawnt. Schön? Die erste Goldmedaille. Ja. War schon nichts. Ja. Diesmal brauchte ich sogar 7. Supi. Also dann geht's weiter. Nächste Runde. Teil 3. Nächste Runde Teil 3. Lol. Und die dritte Runde? Oder der dritte Teil. Ist ja eine Trilogie. Wir fangen wieder von links an. Wir wollen schauen, dass wir die Dingens fertig kriegen. Die Erfolge. Die Erfolge von den kleinen Mechs wollen wir ja alle haben. Eigentlich alle Erfolge. Sondern erstmal nur die von den Waffen. Oh, ich bin gemeint. Auf mich geschossen. Ein Hemlock, okay. Zack, zack. Und wieder schnell verstecken. Und schnell verstecken. Schon mal sehr gut aus. Ja.
So, mit denen rennen wir mal schnell in der Mitte rein. Und ich habe jetzt und. Jawohl! Zweiter Platz, 10 Kills, genauso wie der erste Platz. Also bin ich Erster. Mein Dad ist natürlich Erster. Er hat den 10. Kill vor mir gemacht. Captain Schäfer. Oh. Ich habe endlich meine Goldmedaille. Schön. Das war eine goldige Runde. Da, 4 Queste fertig. Das ist so traurig. Ich habe die meisten Punkte. Also nicht so traurig. Ironisch gemeint. So traurig. Ist so schön. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. 3-mal gewonnen. Was will man mehr? Vielleicht 3-mal Erster. Aber egal. Wir geben uns mit 3 Siegen auch zurecht. Zufrieden. Ihr wisst, was ich meine. Also wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ja? Auf ihr was verdreht. Ciao, ciao, ciao.